Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Hubert Rutkowski und ich bin Intendant des Chopin-Festivals Hamburg. Wir befinden uns gerade in dem wunderschönen Spiegelsaal des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg. Heute erleben Sie das Eröffnungskonzert des dritten Chopin-Festivals. Heute hören Sie zwei moderne Shigeru Kawais Flügel. Heute haben wir einen Duo-Klavierabend. Aber die Besonderheit des Festivals liegt daran, dass wir außer modernen Instrumente auch historische Instrumente präsentieren. In den nächsten Tagen werden Sie erleben ein Pleyel aus dem Jahre 1847, ein Erar-Flügel aus dem Jahre 1880 und das alte Cembalo-Zell aus dem Jahre 1728. Dieses Festival ohne Unterstützung von unseren Sponsoren und Partnern wäre es nicht möglich gewesen. An der Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei unserem Hauptsponsor Orlen Deutschland sehr herzlich bedanken, aber auch bei unseren Partnern Kawai Europa, Hans Brückel Stiftung für Wissenschaft und Kultur, der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und dem Museum für Kunst und Gewerbe. Wir sind froh, dass dieses Jahr die Schirmherrschaft für das Festival hat Herr Professor Andrzej Przyłębski, der Botschafter der Republik Polen in Deutschland, übernommen. An der Stelle begrüße ich sehr, sehr herzlich Severin von Eckerstein, der mit mir am zwei Flügel musizieren wird, ein unglaublicher Pianist. Und meine Rolle, ich bin nicht nur Intendant, ich bin vor allem Pianist und ich werde diese künstlerische Rolle heute mit Severin sozusagen genießen. Und wir werden ein ganz spannendes Programm präsentieren und über das Programm sagt jetzt etwas Severin. Ja, auch guten Tag von mir. Wir werden dieses spannende Programm, vielleicht können Sie sich denken, wie kann man es anders machen, mit Mozart beginnen. Mozart hat eigentlich auch so den Startschuss gegeben für die Piano-Duo-Literatur. Er hat eigentlich schon gleich am Anfang sehr viel geschaffen, also praktisch eine Art Symphonie nachempfunden mit zwei Klavieren. Man kann das vielleicht gut hören, wenn man so an Streicher-Tremoli denkt und so an nachschlagende Holzbläser, rhythmisiert und Orchester-Crescendi. Es ist sehr spannende und auch freudenreiche Musik. Dann leiten wir über zu Debussy, zu dem recht bekannten Werk Prélude à la Prémédie d'Enfant. Es ist vielleicht so eine Art Schlüsselwerk auch des Impressionismus gewesen, also eins von Debussys bedeutendsten Werken, eigentlich an der Schwelle zur modernen Musik. Man kann sich das eigentlich direkt an der anfänglichen Flötenmelodie ganz gut vorstellen. Die kennen Sie bestimmt auch. Also man hört gleich, in was für Sphären wir da entrückt werden. Zu dem Tritonus von Cis zu G. Das sind also ganz andere Klangwelten und um diese ganzen Farben dreht sich es auch in der Musik. Dann werden wir natürlich auch was von Chopin spielen. Das ist vielleicht nicht eins der bekanntesten Stücke von Chopin. Das Rondo, wo vor allen Dingen Hubert die Hauptrolle spielt, ist ein sehr elegantes Salonstück. Aber der richtige Knüller kommt dann zum Schluss mit Rachmaninow. Man kann sich schon denken, Rachmaninow war ja selbst Pianist und auch kein schlechter und er hat ein richtiges Feuerwerk geschaffen mit seiner zweiten Suite für zwei Klaviere. Die besteht aus vier Sätzen, erstmal ein Marsch, dann ein recht schneller Walzer, ziemlich virtuos, eine verführerische Romanze und zum Schluss geradezu italienisch eine richtig schmissige Tarantella. Also viel Freude dabei.
Thank you.
Thank you.
Thank you.